Hallo, mein Name ist Michael. Herzlich willkommen hier auf YouTube. Wir befinden uns heute in Bad Dürrheim. Und zwar, wie man hier am Namen schon sieht, beim Bad Dürrheimer Mineralwasserhersteller. Neben mir steht ein junger Mann. Das ist Oliver. Hallo, Oliver. Hallo. Schön, dass du da bist. Der heutige Tag an einem strahlenden sonnigen Sonntag ist ein Schätzletag genannt. Was hat es denn mit dem Begriff Schätzletag auf sich? Also da werden zum Beispiel die Äpfel eingesammelt von den Bauern in der Gegend und daraus wird dann nachher Apfelsaft gemacht oder Getränke eben. Wir befinden uns jetzt in einer der heiligen Hallen von Bad Dürrheimer. Neben mir steht der Herr Philipp Raufer. Hallo Herr Raufer, schön, dass Sie da sind. Im Hintergrund haben wir jetzt mehrere Gabelstapler gesehen, die verschiedene Kisten oder eine ganze Menge Kisten reingetragen haben. Warum? Was passiert hier? Hier haben wir tatsächlich die Abfüllanlagen für die Glasanlagen und die Plastikanlage. Das heißt, hier werden die vom Endverbraucher die zurückgegebenen Glasflaschen und Kisten wieder in den Umlauf reingebracht. Das heißt, sie werden gewaschen, sie werden neu etikettiert, neu befüllt. Das Kleingarten haben wir auch hinten mit den Plastikflaschen. Die werden aber geschreddert, zu 100% recycelt und dann wieder als recycelter Rohling zurückgebracht zu uns. Wir sind jetzt einen Abschnitt weiter, und zwar tiefer in den Hallen von Bad Dürrheimer. Neben mir steht der Herr Michael Neuenhagen und im Hintergrund sehen wir auch schon eine ganze Menge Maschinen. Es passiert doch irgendwas. Aber zuerst möchte ich mal den Herrn Neuenhagen fragen, was können Sie mir denn sagen zum Schätzletag, was da genauer hat? Denn ein anderer Mitarbeiter hat schon ein bisschen was erklärt, aber nur angedeutet. Was können Sie zum Schätzletag genaueres sagen? Grundwasserschutz ist für Bad Dürrheimer eine ganz wichtige Angelegenheit. Das Kostbarste, was wir im Haus überhaupt haben, ist unser Mineralwasser und somit auch unsere Mineralwasserquellen. So, darum heißt es, Wasser zu schützen. Wir haben also gesucht nach Möglichkeiten, einen praktischen Umweltschutzbeitrag zu leisten. Wir sind dabei auf das Thema Streuobst gestoßen und fördern seitdem Streuobstwiesen in unserer Region. Warum? Streuobstwiesen werden gedüngt, Streuobstwiesen werden biologisch verarbeitet. Das heißt, Streuobstwiesen sind aktive Grundwasserschützer. Wir gehen hin, sammeln das Obst oder Vereine zum Beispiel sammeln Obst. Wir kaufen es ihnen ab zu einem sehr guten Preis, zu einem Preis, mit dem es sich auch noch lohnt, Streuobstwiesen zu betreiben und machen daraus eine Apfelschorle, das Streuobstschätzle. Wir hören hier sehr viel Lärm, es ist auch sehr viel Bewegung. Was passiert hinter uns? Wir sehen hinter uns die Verpackungsstraße, die Palettieranlage für unsere PET-Flaschen. Bad Dürrheimer produziert ausschließlich ökologisch wertvolle Flaschen. Darum sind unsere PET-Flaschen aus 100% Recyclat. Also jede PET-Flasche war schon mal eine PET-Flasche, im Regelfall sogar schon öfters eine PET-Flasche. Was wir jetzt hier im Hintergrund sehen, ist die Palettieranlage. Das heißt, es werden Kisten zusammengestellt in Lagen und diese Lage auf Europaletten gehoben, bis die Palette voll ist. Und dann wird sie bei dieser Maschine da hinten mit einer Kunststoff-Stretchfolie gesichert für den Transport. Ja, und Bad Dürrheimer geht hier einen sehr guten, sehr fortschrittlichen Weg. Was der Verbraucher, der Endverbraucher natürlich nie sieht, ist der Verlauf einer Flasche. Wir gehen jetzt mal davon aus, wir haben hier eine fertige PET-Flasche, die vom Kunden benutzt wird. Und irgendwann ist diese Flasche leer getrunken und kommt dann in den entweder gelben Sack oder in diesem Fall eben zum Recyceln. So, hier sind also die benutzten Flaschen, die von einem Kunden benutzt wurde, und diese werden jetzt hier schon etwas zerkleinert, gequetscht. Okay? Das sieht man jetzt hier an diesem Zylinder. Jetzt müssen diese Flaschen, sofern sie nicht mehr benutzbar sind, müssen jetzt verkleinert werden. Und zwar genauer gesagt geschreddert. Das ist dann hier der Fall. So sieht das dann aus. Das sind jetzt deutlich mehr Flaschen als hier, weil hier natürlich noch sehr viel Luft dazwischen ist, haben wir hier schon die geschredderten Flaschen. Im nächsten Schritt sehen wir hier das Granulat. Das Granulat ist durch einen chemischen Prozess so stark verkleinert worden,
dass man es wieder neu recyceln kann durch Kunststoffspritzguss. So sieht also das Granulat aus. Und beim Spritzen werden die Flaschen, die man so groß kennt, sind im Original viel kleiner, nämlich so. Diese kleinen Fläschchen ergeben im nächsten Abschnitt eine 1-Liter Flasche, weil sie aufgeblasen werden. Das ist das Schöne am Kunststoff, dass man es anders oder jeder Form formen kann, wie man es möchte, wie man es braucht. So sind aber die Flaschen im Original, wenige Zentimeter groß. Jetzt hier im letzten Abschnitt sehen wir das fertige Endprodukt. Hier sind also tatsächlich die 1-Liter Flaschen, nachdem sie durch das Spritzgusswerkzeug bzw. durch das Aufblasen der Flasche von klein hier zu groß aufgeblasen werden. Das ist dann das fertige Endprodukt und das wird natürlich noch gelabelt und natürlich das Wichtigste, sie wird gefüllt. Und wie das Füllen ausschaut, das sehen wir im nächsten Abschnitt. Was passiert denn hier? Hier an dieser Maschine wird im Prinzip aus unserem Rohling, was wir angeliefert bekommen, wird im Prinzip diese PET-Flasche geblasen. Kurz zur Erklärung, der Rohling wird hier in der Maschine auf ca. 100 Grad erhitzt und wird dann mit ca. 33 Bar in der Form ausgeblasen. Jetzt sind wir am nächsten Stand. Leckere Apfelscheiben gibt es hier. Was machen Sie hier? Wir haben heute drei Sorten für Naturheimer dabei, und zwar ist das Apfelbusch. Das sind hier zum einen wunderschöne Elstar oder Gala oder unsere neue Sorte, die Fräulein. Und so dass die Kunden alle Varianten probieren können und sich einfach mal einen Vergleich anschauen können. Ist das das Obst, was nachher in Bad Dürrheimer in das Mineralwasser reinkommt? Fast. Was heißt fast? Ich habe heute nur Klasse 1 dabei und das, was aussortiert wird als Muschkopf, weil es einen Fehler hat, weil es zu klein ist oder zu groß ist, das landet dann im Apfelsaftshop von Bad Dürrheimer. Neben mir steht jetzt der Herr Bernhard Wolf, er ist der zweite Geschäftsführer. Ist das soweit richtig? Hoffentlich Geschäftsführer. Herr Wolf, seit wann gibt es denn die Firma Bad Dürrheimer und wie groß ist das Ganze denn hier? Die Firma Bad Dürrheimer gibt es seit 1958. Die erste Abfüllung war im Jahr 1959. In der Zwischenzeit hat Bad Dürrheimer etwa 140 Mitarbeiter, hat einen Jahresumsatz von etwa 28 Millionen Euro. Und einen Absatz von etwa 110 Millionen Flaschen. Im Jahr? Im Jahr, ja. 110 Millionen Flaschen. Genau. 110 Millionen Flaschen, das ist jetzt aus dem Munde vom Herrn Wolf, klingt das so einfach, so locker. Das muss man sich schon mal auf der Zunge zergehen lassen. 110 Millionen Flaschen, die hier produziert werden oder die hier recycelt werden, alles im die, Jahr? Die hier produziert werden, ja. Also wir haben zwei Anlagen, eine Glasanlage und eine PET-Anlage. Das sieht man im Hintergrund, genau. Die Glasanlage sieht man im Hintergrund. Der Anteil ist etwa im Augenblick bei uns also 65-35, das heißt 65% ist Glas, das rausgeht, und 35% ist PET. Zu guter Letzt natürlich jetzt das Wichtigste vom Bad Dürrheimer Mineralwasser, was die Zukunft des Ganzen betrifft, der ganzen Firma, des ganzen Unternehmens. Und dazu habe ich mir eingeladen, jetzt den Herrn Ruf, er ist der erste Geschäftsführer von Bad Dürrheimer. Herr Ruf, vielen Dank, dass Sie kommen konnten, dass Sie es einrichten konnten. Gerne. Für uns und für die Zuschauer natürlich jetzt ganz wichtig, nachdem wir schon sehr viele Details gesehen haben, wo geht denn die Reise mit Bad Dürrheimer noch hin? Was bringt oder erwarten Sie von der Zukunft? Also ich erwarte von der Zukunft für Bad Dürrheimer, dass wir wieder unsere regionale Stärke für die Zukunft ausbauen. Hier wieder in den Märkten Richtung Raum-Bodensee, aber auch Schwarzwald, hoch Richtung Stuttgart, Richtung Karlsruhe. Also ich nenne mal so Baden-Württemberg generell, wieder mehr vertreten sind in der Zukunft. Dazu haben wir jetzt auch ein neues Vertriebsteam aufgestellt, wo sich jetzt die nächsten ein, zwei Jahre um unsere strategischen Punkte in Baden-Württemberg und um Baden-Württemberg auch kümmern wird. Und das einfach die Marke Bad Dürrheimer, wir sind ja ein Bio-Mineralwasser, wo wir ja auch mit der Bezeichnung kostbar unterwegs sind, dass wir das dem Endverbraucher wieder weiter und näher bringen können und den Endverbraucher von der einzigartigen Bio-Qualität überzeugen können und dürfen. Herr Ruf, vielen, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen dann schon mal alles, alles Gute, gutes Gelingen und vielen Dank hier für die heutige Möglichkeit. Ja, sehr gerne. Und euch eine gute Zeit, viel Erfolg und bleibt gesund. Alles Gute, bis bald. Tschüss.
Auch ich sage Dankeschön fürs Zuschauen, viel Spaß und bis zum nächsten Beitrag. Dankeschön, euer Michael. Tschüss.